So, jetzt bin ich wieder da im Alpgasthof Muttersberg mit neuer Winterkollektion für Andreas, der aus der Gondel. Aber er ist wieder nicht umeinander. Ist ja gleich. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß mit der neuen Sendung da von Muttersberg aus der Gondel. Und jetzt wird mir warm. Heieiei, so schön. Wie schon seine Eltern, wie seine ganzen Geschwisterinnen heute und auch schon seine Kinder, ist er ein Vollblutgastronom aus dem Silbertal, vom Krischbrick, wie es so schön heißt. Der Jürgen Zudrell ist in meiner aktuellen Gondel zu Gast. Schön, dass du wieder einmal da bist. Danke vielmals für den Besuch. Vielen Dank für die Einladung. Du gondelst wieder einmal in fremden Gefilden auf 14.01. Gell? Wie hoch liegt eigentlich Krischberg? 14.25. Ach Gott, doch ein bisschen mehr. Ja. Ja, wir sind immer die Überflieger. Die Überflieger, genau. Schön, dass du wieder da bist. Zur Erklärung für dich ganz kurz, für euch daheim. Der Jürgen mit seiner Familie, beziehungsweise die Krischbergbahn Silbertal, wohnt davon, unterstützen ist schon seit vielen Jahren. Nicht nur monetär, sondern auch in anderen vielen Dingen. Wir haben schon zweimal drehen dürfen bei euch zu Corona-Zeiten, wo man da Betretungsverbot gehabt haben, wie es so schön geheißen hat. Gell? Jetzt kommen wir aber zu einer ganz einer tollen Sache. Und zwar zum Zeitpunkt der Dreharbeiten hat es noch keinen Schnee. Jetzt hoffe ich, dass, wenn die Sendung kommt, dass denn Schnee ist. Und zwar geht es um das Thema Winterwandern. Es geht, wie ich es jetzt auf der Zunge habe, als Oldiebahn, eine Oldiebahn. Und die gibt es im Silbertal, gell? Diese Kapellbahn. Und die ist was ganz Besonderes heute. Genau. Und zwar die Kapellbahn hat ja der große Vorteil, oder, dass wir im Silbertal, das ist ja das nördliche Tal jetzt vom Montafon, oder vom Montafon, das muss ich in jeder Sprache gesehen haben. Jawohl. Und das ist der Vorteil für Silbertal, weil die Kapellbahn gerade ins größte und sportlichste Skigebiet von Montafon, nämlich diese Fretter Montafon. Mhm. Und die Krischbergbahn auf der anderen Seite ist eben eher das Genießer-Thema, oder, ja, wo man so sanfter Tourismus lebt, oder, und viele Alternativen macht, also Winterwanderer, Schneeschuhlaufer, Langlaufer, Genussskifahren und so weiter, ja, spielt, oder? Und ist die Südseite und das andere ist die Nordseite, oder? Und die Kapellbahn ist aber eine wahre Lebensader, speziell für den Tourismus, vor allem auch im Wintertourismus, weil sie fahren ja auch noch im Winter, weil dir das natürlich ermöglicht, dass wir ein extrem gutes Angebot haben und die Menschen, die den Silbertal kommen, wir sagen da ja Bewohnerinnen und Bewohner auf Zeit, okay, ja, die cool, auch natürlich den wirklich jeden Tag die Wahl der Qual, gehe ich mich auspowern, ja, dann gehe ich Richtung Hochjoch, Sport und gib Gas, oder wo ich mal ein bisschen ruhigerer Tag, den gehe ich halt Richtung Krischberg. Ja. Hoffe, dann kann ich gleich schauen. Wobei ihr ja auch zwei schöne Lifte haben, oder? Ja, selbstverständlich, ja, genau. Und ein Kinderlift auf eurer Seite, dort, genau, ganz fein. Oldiebahn, wieso habe ich das auf der Zunge? Ja, wir nennen die Kapellbahn eine Nostalgiebahn, oder? Nostalgiebahn. Ja, genau, weil das ist wirklich wahrscheinlich eine der ältesten noch im Betrieb befindlichen Bahnen, wo jetzt in das sehr moderne Gebiet von der Silvretta Montafon führt. Und wir sind sehr dankbar und froh, dass wir sie haben. Und darum hat sie bei dir ein bisschen der Touch, oder? Weil, ich meine, du warst ja früher, glaube ich, mal beim Sonnenkopf tätig, oder? Und von dem her kennst du es noch, oder? Das war ja früher dann eher sehr modern mit den Klapper, was drüber ziehen, dass du ja, geschützt ja, bist bei Wind und Wetter. Ja, ja, ja. Heute will man es auch ein bisschen anders haben, heute muss man es Bubble See, oder? Heißt das, oder? So auf Neudeutsch, das war ja, als ausgesagt. Aber das hat schon was gehabt. Wir haben ja die gleiche Bahn aufgestellt damals, wie der Sonnenkopf gehabt hat, oder? Da genau. Die Kloschertaler Bergbahnen. Genau. Sind, genau. Genau, ist eigentlich identisch gesehen. Identisch gesehen, ja, ja. Während der Sonnenkopf umgebaut hat, hat das diese Kapellbahn noch nicht getan. Das hängt aber auch davor ab, in dem Fall, dass die perfekt gewartet ist. Weil sonst genau, so lang, genau, da haben wir also tolle Leute dran, die das ja, ermöglichen. Also das Team von der Silvretta Montafon schaut da sehr gut dazu. Ja. Und wir haben jetzt gerade letztes Jahr die Verlängerung gekriegt für 20 Jahre. Also technische Bewilligung, oder, muss ich auch immer beantragen, ja, ja, wo man schon immer wieder weiter investieren, ja, und den technischen Stand sichern. Ja. Aber es ist ein gutes Zeichen, wie gut die Bahn eigentlich immer noch absolut, im Plan ist, oder, absolut, und wie wertvoll sie ohne ist, oder? Vielleicht das Ding, Stichwort hast du gesehen, Silvretta Montafon, schau ganz dazu. Bitte erklär, das ist die Gesellschaft. Genau, die Gesellschaft, wo früher hat sie zwei Gebiete gegeben, Hochjoch und Silvretta Nova. Und die Silvretta Montafon hat die zwei Gebiete vereint, oder? Und heißt ja, jetzt Silvretta Montafon. So ist das genau, jetzt genau, gemacht. Genau.
Wir im Krischberg im Silbertal sind sie 2020 klimaneutral, nutzen unter anderem 100% Ökostrom. Übrigens auch zum Laden von den E-Autos an der Ladestation bei der Talstation von der Montafoner Krischbergbahn. Und jetzt wünsche ich euch weiterhin viel Spaß mit der aktuellen Sendung aus der Gondel vom Muttersberg. Das habe ich ja nicht gewusst, diese Kapellbahn war ja eigentlich nur für Skifahrer. Ja, genau. Und jetzt hat man erst im Nachhinein, so wie du mir erzählt hast, eine Bewilligung gekriegt, auch Fußgänger zu befördern. Warum? Genau. Also der Grundgedanke ist ganz einfach, oder? Wir schauen natürlich, dass sie betriebswirtschaftlich sich verbessert. Ja. Weil sie hat natürlich immer noch Luft nach oben, oder? Natürlich, klar. Klar, wenn man gewinnt, oder? Ja. Und dann haben wir gesehen, okay, das eine ist das Thema Skifahren, weil wenn es genug Schnee hat, ist ja auch eine Skiabfahrt vom Hohejoch Acher bis zur Kapellbahn. Mhm. Ist übrigens die längste Skiabfahrt der Silvretta Montafon. Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder vom Kreuzjoch hinter über Seental, der Skitunnel und den wirklich über Kropfen, Silbertal. Okay. Oder vom Senegrad Acher oder auch Kropfen und den Silbertal. Die längste. Der Silvretta Montafon. Ja. Und hat noch einen großen Vorteil, es ist unter eine blaue Abfahrt, oder? Ist also eigentlich wirklich für jeden machbar. Normal Skifahrer gut machbar, genau. Okay. Weil da ist ja dann der Schnetzer Hang auf Schunsaar, oder? Und der hat kurz vor dem Schnetzer Hang gerade sich bei einer Silbertal zur Kapellbahn, oder? Das ist jetzt mal ein großer Vorteil, oder? Was jetzt die auch hat. Und dann haben wir eben gesehen, wie kann man es noch besser beleben, oder? Weil Skifahrer haben wir schon gewisse Teile, sind eben ein bisschen von der Schneelage auch ab. Dann haben wir gesehen, okay, man schaut, dass man das Thema Winterwandern und Schneeschuhwandern ein bisschen mit einbaut, das ganze Thema. Und dann hat man eine Bewilligung gekriegt, oder? Dass das die Bahn auch transportieren darf. Weil es ist nicht immer selbstverständlich, dass das eine Bahn immer, ein Sessellift das so darf, oder? Im Winterbetrieb. Ja. Und jetzt hast du die Möglichkeit, jetzt fahrst du auch für als Fußgänger oder Fußgängerin und kannst dann zur Innerkapelle Alpe Ache laufen. Okay. Und das kannst du je nach machen, wenn es eine Schneelage und wie gut der Schnee untergrund ist, zu Fuß machen oder eben mit Schneeschuh. Schneeschuhwanderung. Genau. Hat er das geführt oder kann man das selbstständig machen? Das kann man selbstständig machen, oder? Es gibt aber auch Angebote, dass man es auch geführt machen kann. Aber es ist relativ einfach und gut gemacht. Ja. Also es funktioniert super. Ja. Und ein ganz besonderes i-Tüpfel für den Ganzen ist das, die Panoramabahn hat ja dazu mal doch für viele Schlagzeilen gesorgt, oder? Das ist ja damals, wo die Kapellbahn endet, startet die Panoramabahn, die geht hinten auf den höchsten Punkt, mit das Kreuzjoch. Jawohl. Und die hast du als Fußgänger ja nicht nutzen können. Mhm. Und wie der Name schon sieht, Panoramabahn, gerade natürlich das ist ein extrem schöner Ausblick, oder? So wie da. Ja. Oder? Jawohl. Auch auf Muttersberg, oder? Und dann hat man gesehen, okay, das ist die einzige Chance, wo jetzt Fußgänger, die vielleicht nicht mehr Skifahrer wollen oder nicht können, auch eine Möglichkeit haben, dass sie die Panoramabahn nutzen können und für dieser Seite auch auf den höchsten Punkt kommt das Kreuzjoch. Die fährt im Sommer aber nicht. Gell? Im Sommer nicht, nein, ist eine reine Winterbahn. Das will man auch so beibehalten? Oder? Ja, also im Augenblick schon. Ja. Es gibt schon Projekte, oder auch in Kooperation, also gerade die Gemeinde Silbertal mit der Silvretta Montafon ist da sehr verwandelt, oder? Ja. Dass man eine Kapellbahn 9, nennen wir es jetzt einmal, oder? Okay. Also projektiert, man hat auch schon einige Ideen, man hat auch schon einiges gemacht, oder? Und ausprobiert, wo könnte das laufen, wer könnte sie, oder? Und es schaut schon relativ gut aus. Im Augenblick ist natürlich ein bisschen Thema wegen Bewilligungen und natürlich finanzielle Mittel, oder? Weil es muss so eine Bahn natürlich irgendwie eine gewisse Ertragskraft bringen. Ja. Aber da ist man dran und ich bin ein durch und durch positiv denkender Mensch. Also ich bin innerhalb von dem, wo die Kapellbahn noch laufen darf, rechtlich, dass man da sicher eine Lösung finden wird. Schaffen wir es noch. Auf jeden Fall. Es hat ja auch verschiedene Varianten gegeben damals, oder? Mhm, dass die Trasse denn ist ja, glaube ich, nicht die erste Wahl gewesen, Nein, genau. Also es hat drei Lösungen gegeben, oder? Einmal hat man die Verbindung gemacht, Krischberg-Sonnenkopf. Also im Umiwärts. Genau, über das Mutjöchle. Weil viele wissen ja nicht, dass ein großer Teil vom Skigebiet Sonnenkopf auf Silbertaler Boden ist. Ja. Oder das wäre die erste Wahl gewesen, das hat sie aber leider so nicht gehabt, war nicht gewünscht. Dass ich die unterbreche, das war immer das Lustige, weil die Leute das nicht gewusst haben, dass eigentlich viel auf Silbertaler Grund ist, weil der Sonnenkopf hat Getränkesteuer immer müssen Gemeinde Silbertal haben. Genau, das mit Restaurant zum Beispiel ist Silbertaler Boden. So oder? Dass man weiß ich nicht, wo es läuft. Oder? Das fällt mir jetzt gerade ein, es war immer so lustig, wie man das den Leuten erklärt hat. Ja. Also, gut, jetzt habe ich dich aber unterbrochen. Gar kein Problem, passt das gut. War die erste Variante, oder, wo man eigentlich machen will, hat, die leider nicht stand gehabt. Dann ist noch ein zweites Projekt gewesen. Wir haben ja bei uns das Zimmer, Lobspitz-Massiv, von Luther Jahre Zimmer, oder? Ja.
der Erstbesteigung. Das Obspitzmassiv, oder? Und da ist die Gretschalpe und das Gebiet heißt ja noch Gretsch, oder? Und da wäre auch ein Skigebiet geplant gewesen. Das wäre aber sehr hohe Investitionen gewesen, weil du viel Lawinenverbauer machen würdest, hättest und natürlich komplett neu. Ja. Da war bisher gar nichts. Ja. Dann hat man gesehen, das steht man finanziell nicht, oder? Weil Silbertal auch für der Gastgeber und so weiter wahrscheinlich noch zu wenig Glück hätte. Und dann kam Gott sei Dank die dritte Variante und das ist, finde ich, immer noch die absolut beste, was wir jetzt haben. Ja. Ist eben mit der Kapellbahn, ja, dass wir jetzt wirklich das Sportlichste haben, ja, und gleichzeitig eben auch das Sanfte. Also zwei konträre Gebiete vom, ja, Angebot her, ja, wo du wirklich vom Tal, der Talsohle entscheiden kannst, mal links oder rechts. Also, hoffen wir auf einen schönen Winter. Ganz sicher. Und viele schöne, nicht schöne sowieso, auch andere tolle Gäste bei euch auf dieser Seite, genauso wie auf dieser Seite, gell, bei euch in der Familie. Ja. Und jetzt darf ich den Spieß einmal umdrehen. Du bist der, der nur verschenkt immer mit deiner Familie und eure Gemeinde und verschenkt und verschenkt und der Montafoner Genusskistle ist ein großer Bestandteil. Und ich darf dir jetzt als kleines Danke für den Besuch dir einmal am Montafoner Genusskistle überreichen und schenken. Vielen, ja, Dank. Ich hoffe, du kannst jetzt auch mal da deine Laben und den Genuss haben. Vielen Dank für deine jahrelange Begleitung in allen Formen und Richtungen als Consulter, Unterstützer und als Mensch vor allem. Vielen, vielen herzlichen Dank für deine wertschätzende Art uns allen da gegenüber. Wir sagen Danke fürs Dabeisein. Bleib gesund. Schöne Grüße an deine liebevolle Familie. An euch auch schöne Grüße und vielleicht bis nächste Woche wieder. Tschüss miteinander. Ihr habt jetzt eine schöne Sendung aus der Gondel am Buttersberg gesehen. Hinter mir sind die Schaltzentrale für unsere Photovoltaikanlage an der Bergstation von der Montafoner Kirchbergbahn. Von da wird der Ökostrom, den alle Abnehmer, verteilt. Und wir freuen uns sehr, wenn wir euch bald wieder mal bei uns im Kirchberg begrüßen dürfen und wünschen euch eine ganz schöne Woche.